ist es ja ein ganz merkwürdiges Phänomen. Wir sind ein Haufen junge Menschen und wir machen nichts anderes als zu sagen, liebe Politik, hört auf die Wissenschaft, hört auf, unsere Zukunft aufs Spiel zu setzen. Relativ klare Botschaften, ich finde eigentlich nichts Neues. Wir gehen im Endeffekt für Fakten von vor 40 Jahren, für Abkommen von vor 30 Jahren auf die Straße und trotzdem sehen wir hier eine bescheidene Auswahl an Medienvertretern, die da sind, trifft es irgendwas. Und das machen wir natürlich uns zunutze und sagen an der Stelle, okay, die Leute hören anscheinend nicht auf die Wissenschaft, die Leute hören auf uns, deswegen holen wir die Wissenschaft zu uns. Und an der Stelle freue ich mich ganz besonders, Frau Dr. Professor Maja Göpel begrüßen zu dürfen von den Scientists for Future. Herzlich willkommen, Maja. Maja gehört zu den vielen, vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sagen, die jungen Menschen haben recht. Und wir sind die Profis und wir haben Ahnung und wir sind bei denen. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, wer hätte das gedacht? Also wir Wissenschaftler rangeln ja auch immer darum, irgendwie Gehör zu finden, besonders die, die sich mit Klimawandel, Nachhaltigkeit ganz lange schon beschäftigen. Und auf einmal war der Moment da, wo ihr die Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt habt. Und auf einmal war der Moment da, wo Wissenschaft sich solidarisch zeigt, und zwar nicht nur mit dieser Bewegung, sondern untereinander. Es war ein wirklich ganz, ganz kurzer Prozess, angestoßen von Gregor Hagedorn, der gesagt hat, passt mal auf, wenn jetzt angefangen wird, den Menschen auf der Straße, den jungen Menschen, die Kompetenz abgesprochen zu werden, dass sie nicht genau wissen, wovon sie reden, dann ist es doch unser Job, das klarzumachen, dass das nicht stimmt. Schon ein Leben im Grassroots-Aktivismus und Campaigning hinter mir und ich muss sagen, so schnell, so viel Unterstützung haben wir ganz selten hinbekommen. Und inzwischen, wir haben die Pressekonferenz gehabt mit 12.155 Unterschriften, dann waren es zack, 10 Tage später 23.000 und im Moment sind es über 26.000 schon Unterschriebene, die hier Unterstützung signalisieren wollen. Ihr habt recht. Und deshalb würde ich gerne zwei Sachen noch heute hier lassen. Und das eine ist ja, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgetragen sind, die Evidenzbasis für Politik bereitzustellen. Und wir haben das Gefühl, dass erst mit eurem Druck soweit hinterfragt wird, was denn Umweltprobleme eigentlich sind, dass wir an dem Punkt sind, diese Evidenzbasis umzudrehen. Bisher wird Umwelt immer als etwas Nettes, als etwas, das muss das Umweltministerium machen, wenn wir schon kaputt gemacht haben, als etwas Weiches definiert. Umwelt ist die Grundlage unserer Zukunft. Und dadurch, dass ihr das so deutlich macht, muss es jetzt auch darum gehen, das Ganze nicht als weiches Thema, sondern als ein Friedensthema, ein Sicherheitsthema, als ein Gerechtigkeitsthema zu verstehen, damit wir alle in Zukunft gutes Leben auf diesem Planeten gemeinsam leben können. Und genau deshalb ist, glaube ich, der letzte wichtige Punkt, euch mitzugeben, wie wahnsinnig viele andere Bewegungen gerade fragen, wie habt ihr das geschafft, ihr Scientists? Wir haben jetzt Anfragen, die Parents for Future waren dann vor uns da, Artists for Future, Entrepreneurs for Future, Educators for Future, all diejenigen werden euch bestätigen, dass das hier Bildung ist, was ihr hier jeden Freitag betreibt. Und das ist die große Hoffnung, dass mit For Future wir aufhören können, nach hinten gewandt mit den alten Ideen gestalten zu wollen, sondern nach vorne gewandt, wo wollen wir hin, und diese Energie aufzubringen und darauf gemeinsam hinzuwirken. Das braucht Mut, das braucht Zusammenwirken und genau das könnt ihr so wunderbar vermitteln, auf die Straße bringen. Ich hoffe wirklich, es wird da gehört, als Inspiration, als Motivation, als Unterstützung der Regierung, die Ziele zu erreichen, die sie sich nun mal selber gesetzt hat. Und dafür sind wir hier. Tausend Dank dir.